Hallo! Untypischerweise, wirklich muss man ja sagen, untypischerweise für mich noch ein Unboxing. Meine Kinder wollten auch gerne, dass ich es jetzt hinter mich bringe. Und zwar habe ich noch mehr Figuren geschickt bekommen. Heute ist wie Weihnachten. Ach, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen heller stellen. Eine Sekunde, Kinders. Und zwar machen wir das hier. Ja, so. So. Ich überlege, ob ich das einfach... Ne, ich mache es da oben auf. Manchmal, oft. Also wer mir Briefbomben schicken will, wer mich im Internet hassen gelernt hat, der hat auf jeden Fall heute mehrfach die Gelegenheit gehabt, wo bin ich denn? Ah, live now. Okay, ich will nicht mehr. So. Weil meine Adresse heute schon öfter im Bild war. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was hier drin ist, aber ich lag heute schon mal falsch. So wie der Papa. Au. Oh, deswegen. Deswegen schneidet es nicht in den Karton, aber schon in meiner Hand. So wie der Papa gerade hier das Paket aufmacht, liebe Kinder. Dürft ihr nie. Dieses Ding ist für euch. Kannst du mir kurz ein Pflaster holen? Ich glaube, zweite oder dritte Schublade. Und ich glaube, das jetzt super weh tut. Nein, es tut überhaupt kein Aua, aber es ist halt. Ich will hier nicht die Figuren vollsaften. Also. Den will ich, oder? Guck mal, der hat hier oben sogar sowas. So einen. Wow! Super. Darf ich hin? Lustig. Den will ich auch. Shit, man, haben wir eine Schere dafür? Kannst du mir eine Schere bringen? Die ist, glaube ich, auch in der Schublade. Bitte. Die sind aus Bucky O'Hare, wenn ich mich nicht völlig täusche. Ich finde es ein bisschen unpraktisch, wie er seine Waffe hält, weil er sie sich so ein bisschen die ganze Zeit... Eigentlich eine unglaublich hässliche Puppe, wenn man das mal so sich anguckt. Weil ich finde schon, weil die Haare, es erinnert mich so ein bisschen an einen Troll. Ich glaube, wir haben da eine bessere Schere, aber in der Not nimmt der Teufel Scheißkleister. Oh, das ist nicht mal so ein richtiges... Egal. Auf jeden Fall, Blutbad. Überhaupt nichts los. Ein bisschen Blut heißt nicht, dass... Was ist das für ein Scheiß? Sorry, Menschen. Leute. So. Jetzt ist auch nicht mehr viel Pflaster da, was ich benutzen kann. So, jetzt kann ich die Sachen nämlich gut anpacken, ohne hier alles voll zu sabbeln. Kannst du das bitte wieder beides zurückmachen? Danke, Schatz. So, nächstes Figürchen. Das gefällt mir richtig gut. Das sieht aus wie Toxic 1991, also auch schon. Es sieht aus wie dieser Atomic... Den habe ich halt schon mal erwähnt, aber das ist er, glaube ich, auch. Der sieht auf jeden Fall super geil aus, finde ich. Ich mache ihn mal näher ran und ich mache mal die Schärfe. Mal kurz, Kinders. Ich mache die mal. Die Schärfe. Ne? So sieht er irgendwie das Ganze besser. So. Das hier. Kennt ihr den? Es gibt so einen Filmtitel. Ich überlege, ob ich ihm dann irgendwann sowas in die Hand. Es sind doch gar nicht. Es ist gar nicht dieses Ding. Komisch, irgendwie habe ich das Gefühl, da hat mir jemand was Falsches geschickt, weil daran kann ich mich auch nicht erinnern. Das sieht extrem nach irgendwie Mighty Ducks oder wie heißt es nochmal? Jetzt bin ich Mighty Ducks. Jetzt verwechsel ich ein paar Sachen. Dann haben wir... Ah, doch, das ist diese Bestellung. Ich glaube, den habe ich sogar doppelt geschickt bekommen. Und der hier. Hey, jetzt mal ernsthaft. Wie geil ist der bitte? Weil... Die Frisur, ein Fokuhila, ein Mallet im All. Wahrscheinlich konnte man früher hier irgendwas mit den Armen, gab es irgendeine
Funktion, aber der ist ganz toll. Ne, das ist, glaube ich, sogar sein Logo, dieses Gesplashe, oder es hat ein Kind damit mal irgendwelchen Unsinn. Ah, jetzt. Und dann? Yeah, guck. Hallo. Das ist so der typische Schlag so von unten. Auf jeden Fall. Nochmal groß kommen für die Zeichnung gestern. Leider bin ich nicht durchgekommen. Hey, Oprius. Hallo, Oprius. Es freut mich, dass du hier bist. Ich mache das ja hier auch öfter an diesem Platz und vor allem auf Twitch. Und also ich bin bei beidem dann live. Momentan bin ich nur auf YouTube, weil mein Twitch gerade so ein bisschen hängt. Aber ich glaube, ab heute Abend wird alles laufen. Das ist Bucky O'Hare. Da gab es auch ein Videospiel. Und eine kurze, ich glaube, ein Jahr lang gab es diese Figurenriege. Und ich glaube, die hier gehören zu dieser Figurenriege. Ich weiß nicht, ob er hier auch dazu gehört. Ich bezweifle es ein bisschen. Er sieht eher aus wie dieser Toxic... Mann, wie heißt der denn? Der ist mir heute Mittag schon nicht eingefallen. Dann haben wir hier, der gehört auch zu Bucky O'Hare. Sieht schon auch sehr kitschig aus. Wow, der hat sieht aber ein bisschen, echt cool. Bisschen Charme hat er ja, finde ich. Ne? Der Philipp der Jordan. Hallo Dorian. Dann haben wir hier Oprius. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Malst du auch Wünsche der Zuschauer? Natürlich mal ich Wünsche der Zuschauer. Das ist, oh, Jurassic Park. Sehr gut, sehr gut. Da kommen wir gleich noch zu. Allerdings habe ich hier ein bisschen ein anderes System. Was? Das ist ja oberfresh. Was? Ich glaube, dass, oh das, dass das so einen... Ja! Was? Die Begeisterungsfähigkeit eines Kindes. Ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Warte, so... Was habe ich vorhin? Ah ja, genau, so rum. Ja, 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 ja. Sam hat es wieder erkannt. Ich glaube, dass man es wahrscheinlich so hier rein. Es läuft hier ein bisschen anders. Ich sag's gleich mal. Kinders, warten. Hier noch von Bucky O'Hare. Abgefahrener, super, mega Zahnaffe. Hätte mich früher total geflasht als Kind. Auf jeden Fall. Hat was von diesen Türstehern von Jabba the Hutt so ein bisschen. Nur bei dem sind sie halt in grün. Dann habe ich noch, und da freue ich mich sehr, auch noch Jurassic Park. Die haben da noch immer das Logo, dass man auch nicht irgendwie mit den 2 Milliarden anderen Dinosaurier-Serien verwechselt. Und hier noch ein paar richtig abgefahrene I have no idea, aber man kann die Maske abnehmen, was ja immer großes Kino ist. Also, jetzt lasse ich diese Jurassic Park Figuren mal kurz hier liegen und ihr könnt die hier mal kurz da hinten aufs Bett legen und dürft auch damit spielen. Ja. Kinder glücklich machen. Mein Job. Ich erkläre dir jetzt kurz, Entschuldigung, wie das hier abläuft. Hier kann man genauso im Kommentarbereich auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig, ich habe dann so einen Superstream, seine Wünsche äußern. Man kann mir auch spenden, abonnieren. Auch einfach nicht sich nur mit mir unterhalten, aber ich zeichne immer die Wünsche. Ich habe kein Call-In, also man kann mich auch meinetwegen gerne anrufen, aber es ist halt Holland und ihr habt ja keine Flatrates. Aber man kann, die Bilder kriegt man nicht geschenkt. Also man kriegt sie geschenkt. Aber man muss einen, hier sitzt noch irgendwas drin. Oh, gut, dass du sagst. Oh, das gehört zu Bucky O'Hare. Ja, das sind noch so Waffen. Die gehören zu diesen Figuren. Ja. Kann ich mal sehen, welche Figur? Dieses Männchen mit dem, diese lustigen, diese Ente und diese ganzen. Wo ist denn jetzt die Schere, das Messer? Auf jeden Fall kannst du, wenn du hier so ein Bild haben möchtest, kriegst du das auch. Wow, umsonst, wenn du einen Siebdruck kaufst. Ich will aber jetzt... Oh. In Kürze mal ein Filmchen machen, der heißt Wie funktioniert's? Und den werde ich dann immer unten bei meinen Live-Videos verlinkt haben. Und dann wisst ihr, ah, okay, und diese Siebdrucke, die kosten 50 Euro, sind recht groß. Da hängt einer, da hinten. Hol die mal kurz von der Wand, Sam. Welche? Der da oben, dieser Rahmen hier. Guck nicht, das ist nochmal. Rechts, da an der Wand. Der hier? Nein, der Rahmen, das Bild. Das da. Genau, sehr gut. Das hier ist zum Beispiel so ein Siebdruck, die sind limitiert. Der hier auf 100 Stück, die anderen auf 50 Stück, ist 70 auf 50 Zentimeter. Und so ein Siebdruck muss man sich kaufen, so wie jeder andere auch, ganz normaler Preis. Und dann kriegt man damit auch umsonst seine Zeichnung zugeschickt. Also im Grunde nicht so wahnsinnig anders. Wie hat das, was man hier
teilweise für Verpackungssachen kriegt. Hier hat einer aus zwei Verpackungen eine gemacht. Eine große. Ich muss mich beeilen, ich habe unten Wasser aufgesetzt. Im Notfall mache ich einfach die Luftfeuchtigkeit auf gesund. In unserem Haus. So, Geschenkpapier ist da drin. Ich mach mal wieder die andere Kamera. Ist ein bisschen chaotisch, aber das sind auch meine Zeichenstreams sind schöner mit Musik im Hintergrund und allem. Darfst du was ganz Tolles überlegen? Ich nehme nicht alles. Oh! Was? Schaut mal. Da fehlt ja der Arm. Aber den finden wir ja vielleicht. Oh nein, ich glaube, dass das so Zotzen Dino ist. Ja, aber dann hätte der hier auch Blut. So. Oh. Das ist auf jeden Fall von Jurassic Park. Sehr komisch, warum die so fluffig sind und dann hier so vielleicht segmentiert sind. Drin. Aber ist es auf jeden Fall der. Der Dino aus Jurassic Park. Im Notfall stelle ich ihn mit der Dings zur Wand. Warum? Ich muss hier mal kurz festmachen. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich kann gleich verraten, es ist alles, was jetzt kommt, ist Jurassic Park. Ja. Also das hier kann, glaube ich, so irgendwie die beiden nicht weg. Halt! Wo ist das Männchen, was hier war? Das Jurassic Park. Das soll hier bleiben. Der Mann mit dem Hut, den brauche ich zurück. Und diesen Hier. Ganz bestimmt. Hier mit den Maschinen. So, ey, die sind ja richtig wertig. Sag ich mal, gut, hier sind ein bisschen. Warum ist da Wasser drauf? Auf jeden Fall, auch der ist verletzt. Auch Jurassic Park. Und auch halb Plastik, halb Gummi. Eigentlich seltsam, oder? Dann haben wir ein halbes Motorrad. Ich frage mich, ob das so wie das Star Wars-Ding damals. So eine, das halbe Motorrad muss, glaube ich, dieses kaputt machen. Ja, ich glaube, dass man das absichtlich kaputt machen kann. Ja. Jetzt warte mal ab. Nein, alles so anders. Ja, man kann es, glaube ich, absichtlich kaputt machen. Ja, da gibt es bestimmt irgendeinen Mechanismus, den ich noch eruieren muss. Das sieht ganz gut aus. Das gefällt mir auch mit diesem besprühten. Nicht immer alles gleich wegnehmen. Ich möchte es gerne da liegen lassen für die Leute. Dann haben wir einen Parkwächter. Dann haben wir noch so einen kleinen Kopfstoß-Action-Man. Dann haben wir auch so ein Viech, dem ich nicht nachts im Wald begegnen möchte. Dann jede Menge Parkwächter. Er sieht aus wie ein böser Parkwächter. Er hat auch schon so einen geilen Anzug an. Den noch. Das ist doch genau dasselbe. Ja, da habe ich ihn zweimal. Und der Motorradfahrer. Nein. Halt. Oh, echt? Das ist der Motorradfahrer. Oh, den ja. Machen wir jetzt natürlich. Und dann, wenn so ein Dino so. Dann geht der ganze Motorrad. Ja. Hä? Papa, hier sitzt ein Knopf. Oh, guck mal, guck mal. So, ein Motorrad. Guck mal. Ja. Guck mal. Nein, guck mal, Gott. Oh, cool. Schaut her. Wo ist der Knopf? Hier hinten. Aha. Bam. Bam. Kopfstoß. Oh, der muss hier bei dem Motor. So. Und ich glaube, dass hier wahrscheinlich auch irgendwas ist. Nein, das kann man, glaube ich, offen machen. Ja, aber hier kann man auch was machen mit dem Kopf irgendwie. Nee. Warte mal. Kann man, glaube ich, da raus machen. Ja. Hallo, ich habe gedacht, ich mache kurz ein Unboxing-Filmchen. Ich komme. Was? Gerne. Ich mache ein schnelles Unboxing-Filmchen. Ich habe irgendwie. Ja, bitte. Ich habe schon Wasser aufgesetzt. Okay. Ich habe gedacht, ich mache. Wo ich doch wieder Pakete bekommen habe, anstatt dass ich es alleine auspacke, ist es doch schöner, wenn ich euch mit dazu nehme. Und ich muss sagen, ich war ja. 6-mal damals im Kino im ersten Jurassic Park. Das war, glaube ich, der Film, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben so oft ins Kino gegangen bin. Und ich habe aber die Figuren, da war man gerade in so einem Alter, wo man dachte, hey, da war ich im Abi-Alter. Das war so, glaube ich, 95. Und habe Abi gemacht, da hat man sich keine Figuren gekauft. Da hat man ganz andere Sachen gesammelt. Nein. Deswegen finde ich es im Nachhinein, jetzt wo ich Spielzeug sammle. Ich sammle kein Spielzeug, ich kaufe Spielzeug, was ich cool finde. Jetzt finde ich es ein bisschen
spannend. Jurassic Park, so die ganze Figurensache zusammen. Ist das hier auch Jurassic Park? Das ist die Frage. Oder ist das irgendwie geil? Ja, ich glaube. Der klappt schon. Auch so ja. ein. Ja. Naja, aber die Jurassic Park Sachen haben meistens auch ein Jurassic Park Logo irgendwo drauf. Und hier steht Hasbro 79. Jetzt muss ich einfach nur gucken, ob die auch von Hasbro sind. Nein, die sind von Kenner. Ergo gehört das zu irgendwas ganz anderem. Das gehört zu irgendeinem Superhelden. Wahrscheinlich, wie hast du das so cool eingeknickt? Meine Kinder kommen hinter die Geheimnisse dieser Spielzeuge. Komm, wir nehmen das dann schon richtig. Jede Menge Staubfänger, das stimmt. Kannst du jetzt auch sagen, wie man ein Bild von dir bekommt? Deine Zeichnungen sind der Hammer. PS, hab dich bei den Bohnen entdeckt. Guck. Hallo, das Maya. Man kann hier an die Dinger machen und dann. Ja. Also, erstmal generell, wenn man billig Kunst von mir erstehen möchte, und ich male ja auch viel, empfiehlt sich sowieso die Teddies in Space Seite, also Teddies mit IES. In Space. Hey, das kann man Facebook auch voraus und liken, rein. Liken, also facebook.com/teddies in Space. Kann man auch voraus da, und rein. Wenn ich rede, wenn das Brot redet, müssen die Krümel die Fresse halten. Nein. Und da kann man mir folgen. Und außerdem natürlich, wenn man so eine Zeichnung haben möchte, das habe ich vorhin erklärt. Dann kann man sich das hier oder auf Twitch einfach wünschen. Ich zeichne es auch, aber um es zu bekommen, ich kann nicht den ganzen Tag rumrennen und zur Post gehen und Porto und alles, sondern da muss man einen Siebdruck kaufen. Und so einen Siebdruck hat mein Sohn gerade eben schon gezeigt. Da hängt einer hinten an der Wand. Ich habe verschiedene. Ich mache demnächst ein Filmchen, was dann immer in der Beschreibung ist, wo ihr euch dann angucken könnt, weil es gibt insgesamt 5 oder 6 verschiedene Siebdrucke. Die kosten 50 € plus Versand, aber sie sind, es ist für einen Siebdruck, für einen Künstlersiebdruck, für so einen limitierten, also auf 50 und auf 100 Stück sind die meistens limitiert und 70 auf 50 Zentimeter ist es nicht viel. Also ihr habt eigentlich da eine Zeichnung für euch und noch ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk schon mal im Voraus gekauft. Ein edler Siebdruck. Könnt ihr bei Ikea noch einen dicken Rahmen sparen. Es gibt Rahmen, die genau passepartout so geschnitten sind, die sind dann auf, glaube ich, 90 auf 60 oder so, da sieht es richtig schick aus. Cooler Auftritt mal wieder bei den Bohnen, hoffe ab jetzt 3-mal die Woche bei Woche Rob Boss. Nee, aber es wird, ich habe kurz bevor ich bei den Bohnen war, noch extremst hier Trouble gehabt mit der Technik. Es lief sehr lange super gut. Im Herbst habe ich viel, wenn ihr auf dem YouTube Kanal so ein bisschen guckt und nach ausgezeichnet guckt, so habe ich das genannt. Vielleicht könnt ihr ganz kurz ein bisschen ruhig sein, ich bin auf Sendung. Nach ausgezeichnet guckt, so heißt die Sendung, da könnt ihr viel nachgucken, viel Rob Boss nachgucken. Und ich werde jetzt vielleicht auch hier so einen festen und auf Twitch einen festen Sendeplan machen, dass ich sage, ey, jeden Dienstagabend um 8 Uhr mache ich Rob Boss. Aber ich mache auch sehr oft sehr spontan. Ich muss öfter Aufträge zeichnen. Ich habe auch hier eine Staffelei inzwischen. Ich muss auch manchmal Sachen malen einfach. Und dann denke ich, klar, kann ich da nicht euch mit einbinden, aber ich kann ein Schwätzchen mit euch halten, während ich male. Habe ich im Dezember viel gemacht. Also wenn ihr durch meine Videos scrollt hier auf diesem YouTube-Channel, dann werdet ihr merken, dass da im Dezember fast nur Leinwände sind, die ich mal, weil da habe ich fast täglich versteigert. Und versteigern tue ich immer auf meiner Facebook-Seite. Aber so ist es nun mal. Und ich freue mich total, dass so viele Leute heute gefollowt haben. Also, dass ich viele neue Follower auf Twitch habe. Und Twitch ist jetzt gerade noch leer. Spätestens ab morgen kann man beides machen. Gleichzeitig. Und dann funktionieren auch die Spenden-Buttons. Also momentan ist es sogar so, rein theoretisch, wenn jemand auf Twitch spendet oder followt, dass hier ein Alert kommt. Auch auf YouTube. Und bald ist das alles ein großes Ding. Und da könnt ihr euch aussuchen, wo ihr lieber seid. Und dann werde ich öfter streamen und mehr streamen. Manchmal streame ich sogar IRL. Allerdings ist die App so kacke, dass ich oft die Lust verliere, wenn ich zum dritten Mal neu starte und immer nur so eine Minute. Ich wollte mich beim Tätowieren zum Beispiel filmen, also den Tätowierer bei seiner Arbeit filmen an meinem Arm. Ja, nee, war nichts. Mich hat es total gefreut. Ich habe mir vorhin auch, ist ja jetzt auf YouTube, das Rob Boss.
seit heute Nachmittag. Und ich habe auch mal kurz reingeguckt und ich habe die Kommentare gesehen und mich erfreut es. Ich bin dann doch so, dass ich nichts for granted nehme und dass ich das auch immer noch die negativen Kommentare, die sich ja ex. Es war, glaube ich, nur ein einziger gesagt hat, dass es vulgär wäre. Ja, da erzählt er mir nichts Neues. Ich habe einen edgy Humor und wer den Happy Day Podcast kennt, der weiß das. Aber ich finde, ich habe mich noch zurückgehalten. Ich finde, man kann da auch richtig, richtig böse abgehen, gerade Rob Boss mäßig. Und ich kann euch mal kurz was zeigen. Ich habe was Schönes mit für euch. Für alle, die jetzt neu vor allem dazugekommen sind. Mein Vater hat mir ein Buch gemacht mit Sachen, die ich hier auf dem Channel gemacht habe. Und da könnt ihr mal sehen, so hier, das war ein Traktor auf Beinen, der eine Moorrübe ist. Ein Fisch mit Hut und Anorak. Ein Gecko, wesentlich besser als den Gecko, den ich gestern gemacht habe. Ein Gecko, der Ukulele spielt. Eine fröhliche Spinne mit Stiefeln. Das ist weiß auf schwarz. Da muss man extrem umdenken, weil man kann ja keine Outlines machen. Ein Erdmännchen nach dem Erwerb eines meiner Bilder. Das war an Halloween, habe ich eine ganze Show gemacht, nur mit weiß auf schwarz. Und da eben ein Freddy Krüger Hamster. Dann hat sich einer mal einen Lemmy im Himmel gewünscht. Da war auch schon eine Schildkröte, besser übrigens als die von gestern. Eigentlich auch eine andere Technik. Eine Kette rauchende Schildkröte. Das war eine Kooperation dreier Twitch-User. Der eine hat gesagt, ein Werwolf, der nächste, das war auch an Halloween, der nächste hat gesagt, er hat menschliche Beine, deswegen hier. Und der dritte hat gesagt, er badet sich. Und daraus habe ich dann eine Zeichnung gemacht. Das können wir auch öfter mal machen, gerade hier. Kannst du deine Tattoos mal zeigen? Ich habe bisher nur im Podcast davon gehört. Ja. Einmal das hier. Wir haben den berühmten Künstler Jeppe Kaspar Jordan zufällig hier. Jeppe, sind Sie stolz auf Ihre Arbeit? Wie finden Sie Ihr Werk? Cool. Bist schon zufrieden damit, oder? Das ist nämlich ein sehr talentierter junger Künstler. Und die Künstlerin, die das hier gemalt hat, die ist heute bei einer Freundin essen. Das ist Emily Mia. Ja, dann ihr müsst natürlich jetzt einen Handstand machen oder euren Monitor umdrehen. dann hier einen Kühlschrank mit Fressfleisch, Ernie mit einem Pfirsich unterm Arm, zwei Fische vorm Kamin, eine Maus, die einen Elefanten zertrampelt, ein Halloween-Show war das, ein Sessel, der eine Person verschlingt, ein Frankensteins Monster, das verliebt, eine Blume anguckt, ein Disney-Charakter nach deinem Stil. Da hat mir zumindest jemand die Freiheit gelassen, was für einen Charakter ich mir raussuche. Dann hat hier Federvogel sagte, also ein Twitch-User sagte, mal ein Kakadu. Und Agen sagte, der Sushi rollt. Weil ich habe gedacht, wenn nur ein Kakadu ist, ein bisschen lame, oder? Dann haben wir hier ein Erdferkel, das Banjo spielt. Ein Boy, der eine Mini-Giraffe reitet und dabei den Mittelfinger zeigt. Eine fleischfressende Pflanze mit am Spanferkelgrill. Donald Trump. Ich hätte das, dass sich herausstellt, dass Donald Trump ein Alien ist, das die Weltherrschaft an sich reißt. Das habe ich hier, da kommen dann so die Alien-Dinger raus. Dann eine süße Katze für meine Freundin. Ein Pinguin mit Schwingflügeln. Ein depressiver Roboter. Ja, eine Blume. Das sieht man so schlecht hier auf der Kamera. Eine Blume, die seiner Frau einen Strauß Menschen mitbringt. Ein depressiver Roboter. Das ist Scratchboard. Das ist eine schwarze Platte, wo man mit einer Nadel das Schwarze wegkratzt. Und das ist, ich weiß nicht mehr, was das war. Eine Eule, irgendwie sowas. Dann hier ein Junge auf einem Boot und unter dem ein Seeungeheuer ist, hat sich der K.Levra gewünscht. Und hier haben wir eine Wissenschaftlerkatze. Dann hatten wir wohl einen pilzekotzenden Mario. Ihr seht auch hier ein bisschen edgy, ein sexy Würfel und so weiter und so fort. Das habt ihr also alles verpasst und noch viel mehr. Und noch viel mehr, wirklich. Das ist nur ein kleiner Teil. Könnt ihr alles nachhören, holen hier auf YouTube. Und ich denke mal, dass es morgen oder übermorgen weitergeht. Die ausgezeichneten Folgen sind auch alle top, nur ärgerlich, dass die meisten Bohnenscheiber nicht über den Tellerrand schauen und nur den Rocket Beans TV-Content schauen. Sieht man ja an den Klicks.
Die wussten ja erstmal nicht, ich glaube auch nicht, dass die Bohnen, dass man das so kategorisieren kann. Und sie sind ja, es sind jetzt ganz viele, haben meinen Channel abonniert, die das jetzt auf Rocket Beans TV gesehen haben. Von daher, glaube ich, tust du den Bohnen Unrecht. Robert Rademacher, was geht ab? Alles, was Füße hat, würde ich sagen. Du hast es einfach übelst drauf. Nerd, die... Danke. Das freut mich, dass du das sagst, dieses Kompliment. Ich freue mich übrigens immer noch wie ein Kind über jedes Kompliment. Und ja, ich freue mich auch. Ich glaube, der hat die, weißt du was? Ich glaube, der Typ hat die gewaschen, dass der die so richtig in Wasser gelegt hat. Und da die hohl sind, kommt jetzt bei einem irgendwie hier im Ungünstigen, hey, wisst ihr was? Die haben, ich bin auch kacke dumm, die haben hier hinten irgendwas drin und ich muss jetzt nur finden, womit man das auslösen kann. Da gibt es hundertprozentig irgendein Bein oder sowas, weil hier ist irgendwie vorsichtig, ich will es nicht kaputt machen, aber hier ist auf jeden Fall ein Mechanismus verarbeitet in diesem Ding, weil da ist auch hier was Schweres drin, damit der so, das sind ja die, die hier so eine watschen mit ihrem Schwanz. Und ja, die haben sich schon, ich glaube, das ist ja Kenner gewesen, die haben sich schon richtig Mühe gegeben mit ihren Toys. Ich weiß natürlich nicht, wie man sie... Ich weiß nicht. Naja, in diesem Sinne, es geht bald hier weiter und ich freue mich, alles läuft, nur der Frosch hüpft. Es geht bald hier weiter. Ich ist ein bisschen doof, weil ich muss jetzt essen und meine Kinder sind hier. Dass ich, ach, wisst ihr was? Eine schnelle Zeichnung muss gehen. Eine schnelle Zeichnung, eine fixe mit Copic. Sagt mir schnell jetzt Vorschläge, ganz fix in den Chat. Und ich baller, also wirklich in Lichtgeschwindigkeit, eine eher durchschnittliche Sache auf die Tanzfläche des Stiftes. Um mal ein bisschen poetisch zu werden, liebes Publikum. Du hast auch gut mit Nils harmoniert. Freue mich auf die nächste Sendung. Hey Nils, super cool. Ich kannte Nils ja nicht wirklich, ja. Und ich muss sagen, dass ich schwer begeistert bin. Ein netter Kerl. Hat super gut Frankensteins Walnuss, eine Wrestling-Ziege, Banane mit Revolver. Ihr seid gut. Ihr seid gut. Eine Wrestling-Ziege, Utrecht als Graffiti. Wisst ihr was? Utrecht als Graffiti. Ich mache viel zu selten Graffiti-Sein. Ich finde aber alle, ich würde es mir am liebsten alle copy-pasten, aber ihr seid, müsst einfach öfter mal dann live gehen, wenn ich live bin. Utrecht als Graffiti, okay. Dem T den Mittelstrich und das T wiederum gibt dem R den Swingstrich. Also nicht den Bärlauch. So, jetzt warten wir, lassen wir das da unten erstmal noch offen. Eigentlich mache ich übrigens Musik immer an, also es ist hier eigentlich chilliger und ich habe auch immer den Simon dabei, also den Sikon TV, der mich unterstützt, indem er nämlich immer auf den Chat achtet und die Leute begrüßt
die Ideen sammelt, copy-pastet, solche Sachen. Ja, wunderschön. Ja, das passiert halt, wenn man einen Graffiti ohne Bleistiftvorzeichnung macht, aus der hohlen Hand scheißt sozusagen. Dann kann es mal so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Ergo so ein bisschen zu sehr rechts. Aber ich bin noch nicht fertig, ne? Ich mache das jetzt so. Man merkt die 90er im Stil. Ja, danke, ja, das stimmt. Ich bin auch 90s Graffiti. Ich habe 89 mit Sprühen angefangen. Oh. Und ja, das, ich bin kein New School Anti-Style oder was auch immer. Ich hate aber auch nicht. Ich finde, es gibt so gute Sachen. Und natürlich hat auch. Graffiti sich extrem weiterentwickelt. Gar keine Frage. Mann, jetzt müsste eigentlich so ein fresher Hip-Hop-Beat im Hintergrund laufen, aber bis ich den jetzt gefunden habe. Ich habe übrigens die Rob Boss-Melodie heute den ganzen Tag als Ohrwurm und möchte mal kurz erwähnen, dass diese Melodie von meinem Comedy-Podcast-Partner vom Happy Day-Podcast Roman Rawman Judge Richter komponiert wurde. Und das Intro-Filmchen wurde, die Montage und alles, gemacht und die Animation von Holger, Holger Müller von Oakview Produktion. Und die Zeichnung habe natürlich ich gemacht. Komm gleich! Wenige Sekunden. Ihr geht schon mal runter. Ihr geht schon mal runter. Ich muss noch einmal kurz was fertig machen. Die Kinder wollen mitgucken. Emmy ist bei Femke. Emmy ist bei Femke. Die Jungs sind hier. Kommt, geht jetzt mal runter, bitte. Ich will das hier noch. Ich verstehe es ja. Wer will nicht Rob Boss über die Schulter gucken? So, und jetzt geht er runter. Recht. Hopp, runter. Runter, runter. Dann mache ich noch ein paar fixe. Das ist jetzt richtig oldschool. Ich muss ein bisschen mich sputen. Der Holger Müller hat übrigens auch den Film A Happy Day gemacht, den ich grandios finde, wo es über unseren Podcast geht. Diese Freude, die man vielleicht von unten akustisch sich hier nach oben und in das Mikro und ins weltweite Netz getragen hat, hat den Ursprung im ersten Wackelzahn meines Sohnes. So. Kinas.
Boba Fett extra für dich. Warst du's? Hast du's mit dem Utrecht? Hast du das, Boba? Utrecht als Graffiti, du warst das. Ich habe auch mal eine Graffiti-Session gemacht. Ist auch ausgezeichnet. Heißt, glaube ich, sogar Graffiti-Session mit Bena. Das ist ein Sprüher aus Hannover. Aber den könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. Ich sage wunderschönen guten Abend. Followt mir auch auf Twitch, weil da kriegt ihr dann immer Alerts aufs Handy, wenn ich live online gehe. Einen wunderschönen guten Abend. Eigentlich hätte ich gemacht, aber mein Finger blutet, deswegen habe ich nicht, dass ihr denkt, ihr versteht, ne? Also ich würde ja nie so machen. Ich bin auch nicht so einer, der so, wer das sich mit jemandem unterhält. Maradona hat es doch mal gemacht. Das sind Menschen ohne Stil. Philipp, ich wäre sehr interessiert an modernen Kunstausstellungen. Hau gerne mal Tipps raus, falls du mal eine schöne Ausstellung empfehlen kannst. Oh, ich war in Frankfurt im... da waren nur gute Sachen. Und da war, also vor allem die feste Ausstellung war super. Wenn du in Frankfurt wohnst, geh mal in das, ich weiß nicht, wie es heißt, moderne Kunstmuseum oder so, also riesengroß. Auf der anderen Seite, das in Sachsenhausen, da wo die ganzen Museen sind, unbedingt angucken. Rechts neben dem Architekturmuseum, das habe ich mir auch angeguckt. Das Filmmuseum auch daneben, war alles letzten Monat, im Dezember. Und da sind hammergeile Sachen gewesen. Unbedingt angucken. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Abend, ich sabbel wieder und ich freue mich, 28 Menschen, demnächst geht's hier rund, hoffe ich. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wer durchhält, hat irgendwann seine Zeichnung.